Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder der Carsten. Ich grüße euch recht herzlich heute auf dem Samstag. Und es gibt den nächsten Kultfilm von mir, oder mehr gesagt, es ist wieder eine Filmreihe. Auf Platz, lasst mich eben nachschauen, wir sind auf Platz 29 angekommen. Und was habe ich für euch? Jurassic Park, Jurassic World sind für mich absolute Kultfilme. Also Jurassic Park damals, der erste Teil, der hat so reingeknallt, ich werde das nie vergessen. Den Kinobesuch werde ich wirklich nie vergessen. Wir haben damals halt vor uns halt eine Reihe Kids sitzen gehabt. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da kommt halt irgendwann die Szene mit dem Raptor, ja, wo die halt versuchen oben halt in diesen diese Dings öffnen, in diese Deckenöffnung öffnen und dazwischen ist ja halt dieser Leerraum und wo sie halt da oben rumkrabbeln und hochklettern und ich weiß nicht, der Junge oder was schafft es so gerade eben und der Raptor kommt und schnappt halt zu und ohne Scheiß, die komplette Reihe vor uns, die Kids, die waren alle verschwunden, weil die sich so erschrocken haben und das sind Momente, wie gesagt, das vergisst man nicht. Das Feeling, Dinosaurier, wie gesagt, wo die da halt mit den Autos stehen bleiben im Regen und was und der T-Rex ankommt, das war schon richtig klasse. Was danach kam, war auch nicht schlecht. Den zweiten Teil fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Auch gerade mit den Raptoren halt hier wieder, wo es da über die Klippe ging, halt mit dem Bus und er versucht mit dem Jeep, versucht er den Bus wieder zurückzuziehen und dann kommen die T-Rex an. Das sind Momente oder was. Großes Kino, hat richtig übel Spaß gemacht. Den dritten, okay, den fand ich dann halt auch nach dem zweiten oder dritten Mal gucken halt dann erst auch besser. Und aber war okay. Also war jetzt nicht der stärkste von den Jurassic Park Filmen, aber er war doch dann in Ordnung für mich. Was ich cool fand, war halt dann halt das mit dem Handy, was der Saurier dann halt gefressen hat. Das war auch ganz, ganz interessant und ja, dann gab es erstmal lange Pause und ja, und dann kam Jurassic World. Der erste Jurassic World mit Chris Pratt, Entschuldigung Freunde, nochmal Chris Pratt, Pratt, alles klar, ihr wisst, wen ich meine, ne, er hier mit der Hand, ne, der seinen auch Abstand hält. Fand ich echt gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und der zweite war jetzt auch soweit okay. Und der dritte, da spiele ich jetzt den Trailer nochmal an. Und falls ihr den dritten noch nicht gesehen habt, macht euch euer eigenes Bild. Viele fanden den nicht so toll. Ich fand ihn okay. Und denke auch, dass man natürlich klar jetzt, wie gesagt, noch reichlich Jurassic World Filme machen könnte. Muss man aber aus meiner Sicht nicht mehr machen. Also ich finde den okay, so wie er endet. Kann man so stehen lassen. Aber bildet euch eure eigene Meinung, wenn ihr ihn schon gesehen habt. Oder allgemein schreibt in die Kommentare, welche euch am besten gefallen. Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1, 2, 3, lasst gerne einen Daumen oben für mich, wenn euch das gefällt, was ich mache. Für mich auf jeden Fall kultigste Filme, ein verdienter Platz 29 und ich würde sagen, wir gucken einfach in den letzten rein und auf geht's. Blue hat ein Baby, das ist unmöglich. Deine Mutter. Ich werde sie wieder zurückbringen, das verspreche ich dir. Die Macht der Genetik wurde entfesselt. Wir müssen einen schrecklichen Fehler korrigieren. Die Weltuntergangsuhr scheint abzulaufen. So sieht das aus. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne an. Bildet euch eure eigene Meinung, immer ganz wichtig.
Ich, wie gesagt, nochmal zum Ende, ich habe das auch schon in anderen Videos erwähnt, also ich kann teilweise halt unsere Filmkritiker halt nicht verstehen. Oft sind sie sich da halt auch komischerweise halt einig und haben dieselbe Meinung von einem Film, was ich halt auch nicht toll finde, weil ich finde halt, man muss ja nicht alles immer so schlecht reden und sich wirklich halt nur die negativen Sachen so extrem rausziehen, finde ich total, weiß ich nicht, also Jurassic Park oder World, also das sind Filme oder was, die ich gerne gucke. Und weiß ich nicht, ich lasse den Film einfach laufen und auf mich wirken, aber ich muss den auch nicht wirklich so schlecht reden oder was, auch für euch, dass die Leute oder ihr dann vielleicht sogar nicht mal ins Kino geht, bildet euch um Gottes Willen eure eigene Meinung. Ja, ich habe auch meine Meinung und klar, natürlich gibt es auch Filme, wo ich dann sage oder was, den muss ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Das reicht mir, wenn ich ihn dann zu Hause gucke. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich den Film anmache oder ins Kino gehe oder was, dann habe ich da auch Bock drauf, dann gucke ich mir den auch an. Ja, und weiß ich nicht, ich habe zwar auch schon Filme gesehen, wo ich wirklich sage, boah, das ging ja jetzt gar nicht. Es gab auch schon Filme, die ich ausgemacht habe, aber dieses so extrem das Negative hervorheben, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich sage ja, ich bin ein ganz kleiner Fisch, was das angeht auf YouTube und gut. Ja, vielleicht, wenn euch das gefällt oder was, abonniert mich. Ich mache auf jeden Fall weiter. Ich mache das auf meine Art, bringe euch das auf meine Art rüber, versucht das auch nicht so kompliziert zu machen und keine Ahnung. Sondern versuche ich einfach nur zu vermitteln, ich habe da Bock drauf. Ich finde die und die Filme geil. Wie seht ihr das? Und fertig. So mache ich das. Und also Jurassic Park und World ist für mich auf jeden Fall, dass sie damit, wir angefangen haben mit Jurassic World, ist auf jeden Fall für mich richtig klasse. Und man kann die drei Teile definitiv auch so stehen lassen, genauso wie Jurassic Park. Und von daher, klasse. Für mich Kultfilme. So lasse ich das entstehen. Und ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Samstag, bleibt gesund und Love Him 3000. Ciao, ciao.